Heile dich selbst. In unserem Streben nach Wohlergehen, Wohlstand und innerem Frieden verwenden wir so viel Zeit und Energie darauf, dieses Etwas zu finden, die Leere in unserem Leben zu füllen. Etwas, das uns helfen soll, uns ganz zu fühlen. Die Tragik in diesem Bestreben liegt darin, wo wir zumeist nicht suchen, nämlich in uns selbst. Das ganze Leben wurde uns beigebracht, dort draußen nach Lösungen zu suchen. Und daher dämmert es uns kaum, dass genau das, wonach wir uns sehnen, was wir in unserem Leben brauchen, schon in uns lebt. So gut wie alles in unserer modernen, technologisierten Welt lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die im Außen zu haben sind. Und so überschätzen wir Äußerliches und schauen bald aus Gewohnheit wenig aufmerksam auf das, was in uns liegt. Das heißt, wir versäumen die wunderbaren Angebote von Geist und Seele und die Gelegenheit, eine höhere persönliche Bewusstseinsstufe zu erreichen. Durch all die greifbaren materiellen Reize haben wir uns angewöhnt, so vieles für selbstverständlich zu halten und nehmen das kostbare Geschenk des Lebens kaum noch als Wunder wahr. Je mehr wir aber das Wunder des Lebens untersuchen, desto deutlicher können wir erkennen, wie sein Zauber, seine Wunder nur möglich sind durch den raffinierten Tanz der inneren und der äußeren Welt. Warum also verbringen wir so wenig Zeit damit, zu preisen und zu feiern, was in uns liegt? Die Erfahrungen, die du in dieser Meditation machen kannst, ermutigen dazu, eben das zu feiern, was in dir lebt. Das hilft dabei, ein inneres Gleichgewicht zu finden. Du wirst lernen, die Kraft und die Feinsinnigkeit der beiden erstaunlichsten und stärksten Kräfte auf der Erde gut miteinander zu verbinden, den Geist und den Körper. Feiern wir also das Wunder und den Zauber dieser Kräfte. Sitz bequem und sorg dafür, entspannt und dabei sehr aufmerksam zu sein. Konzentriere dich so gut es geht darauf, die vorgestellten Bilder vor deinem inneren Auge zu sehen. Versuch, völlig in dem Bild zu sein, das du geschaffen hast. Denn ganz in deinem Bild aufzugehen, gibt dir mehr Kraft, dich selbst zu heilen. Wende dich zuerst deinem Atem zu. Während du einatmest, wirst du dir bewusst, du atmest die lebensspendende Kraft
des Sauerstoffs ein. Lass dir diesen wunderbaren Vorgang des Atmens durch den Kopf gehen. Atmen, ein zutiefst erstaunliches Phänomen. Hör dem Atem dabei zu, wie er in dich fließt und deine Lungen füllt. Höre auch, wie der verbrauchte Sauerstoff deine Lungen verlässt. Spür, wie die Lunge sich hebt, während sie mit der lebensspendenden Luft gefüllt wird. Wie die Lunge einsinkt, wenn sie die verbrauchte Luft freisetzt. Genieß das Wunder des Atmens. Stell dir vor, wie der Sauerstoff in deine Lungen kommt und dann über das Blut verteilt wird, im ganzen Körper Leben und Energie spendet. Nun schau mit dem inneren Auge, wie der Sauerstoff beim Einatmen zu deinem Gehirn strömt, wie es überall erreicht und berührt wird. Du kannst spüren, wie der Sauerstoff das Gehirn anregt, wie es anfängt, zart und doch kraftvoll zu pulsieren. Diese Kraft und Energie, die du fühlen kannst, beginnt ein feines Licht zu erzeugen. Das Licht erhellt das Gehirn, so wie eine Glühbirne ein Zimmer hell werden lässt. Du kannst es sehen, wie dein ganzes Gehirn sanft in Licht pulsiert. Schön ist dieses Licht, es hat einen angenehmen, hypnotisierenden Schimmer. Dieses Licht befähigt das Gehirn, seine weitreichenden, unglaublichen Aufgaben zu erfüllen. Sprache, Sprechen, Bewegung, Erinnerung und so vieles mehr, kaum zu fassen, was dieses Licht kann. Du siehst, wie es
noch heller wird. Du kannst es fühlen. Die wunderbare, natürliche Symphonie des Lebens wird vom Geist angeleitet. Der Geist ist es, der dieses Licht erschafft. Der Geist, der im Gehirn sitzt, dirigiert unzählige Funktionen und Abläufe, die uns erst das Geschenk des Lebens machen. Unser Geist wandelt die Luft, die wir einatmen, in Licht. Dieses Licht ist die Energie, die all die elektrischen und chemischen Abläufe im Körper nährt. Dieses Licht ist verantwortlich für all die hormonellen und zellulären Aktivitäten. Dieses Licht ist der Katalysator für die inneren Organe und alle Prozesse. Ohne dieses Licht gibt es kein Leben. Das Licht durchfließt dich nun langsam von deinem Kopf ausgehend zu deinem Nacken und den Schultern. Es ist ganz sanft und warm. Du spürst, wie es sich sachte von den Schultern nach unten in deine Arme, Hände und Finger bewegt. Nun siehst du, wie es sich von den Armen her in deinen Brustkorb hinein ausbreitet. Gemächlich in Richtung deines Magens weiterwandert. Du fühlst die Bewegung des warmen Lichts auf dem Weg zu deinem Becken. Und wie es dann sanft zu deinen Oberschenkeln kommt. Nach und nach deine Unterschenkel ausfüllt. Und schließlich deine Füße und deine Zehen erreicht. Vor deinem inneren Auge kannst du nun sehen, wie dein ganzer Körper in diesem Licht aufscheint. Was für ein schöner Anblick!
Du kannst die Zartheit und Wärme des Lichts überall fühlen. Genieß dieses Gefühl. Wenn du dein Licht mit positiven Gedanken versehen hast, fügt das seinen lebensspendenden Eigenschaften eine weitere Dimension hinzu. Es wird zu einem kraftgeladenen, heilenden Licht. Es ist in der Lage, etwas zu reparieren, Gleichgewicht wiederherzustellen, Gesundheit zu verbessern. Es ist an der Zeit, dein Licht durch die Kraft deiner Gedanken zu einer heilenden Kraft zu machen. Richte deine Aufmerksamkeit weiterhin auf das Bild deines ganzen Körpers, wie er gefüllt ist mit Licht und pulsiert. Sieh, wie das Licht anfängt, sich zu bewegen, durch den Körper zirkuliert. Du kannst die feine Bewegung spüren, als das Licht dich liebkost. Ein wunderschönes Gefühl. Nun kannst du sehen, wie das Licht leicht in deiner Magengegend schwebt. Es wird noch intensiver und heller. Du fühlst, wie es in diesem Bereich wärmer wird. Das Verdauungssystem ist der Schlüssel zu guter Gesundheit in allen Körperbereichen. Wenn das Verdauungssystem schlecht funktioniert, ist auch alles andere im Körper in irgendeiner Weise behindert. Du fühlst das Licht um deinen Bauch herum leicht pulsieren. Es ist angenehm, warm und entspannend. Genieß dieses Gefühl. Bleib nun bei deinem Bild von deinem Körper, wie er von deinem Licht erfüllt ist. Rezitiere nun die folgenden Gedanken mit so viel Gefühl und Überzeugung, wie du nur aufbringen kannst. Ich kann mich selbst heilen. Ich lasse nun vergangene Verletzungen, Schmerz und Einschränkungen los.
Ich habe die Macht, meine eigene Gesundheit und mein Wohlbefinden zu verbessern. Wohlbefinden beginnt bei meiner Gefühlslage. Das Licht, das ich erzeugt habe, reinigt und heilt meinen Körper und meinen Geist. Ich lasse Angst, Unzulänglichkeiten und Selbstverdammnis los. Ich kann die heilende Wirkung des Lichtes fühlen. Der ganze Stress, die Furcht, der Zweifel, der sich in dem Knoten gefangen hat, den ich mitunter in meinem Magen spüre, wird abgebaut, löst sich auf. Jede meiner Körperzellen wird mit einer neuen Botschaft programmiert, einem Signal der Gesundheit. So kraftvoll und rein ist das Licht, es löst alles Giftige auf. Das Licht läutert auch meinen Geist. Je mehr positive Gedanken ich entwickle, desto gesünder fühle ich mich. Dieses Licht arbeitet mit mir zusammen, um körperliche Gesundheit und inneres Wohlbefinden zu erzeugen. Ich habe wirklich die Kraft, mich selbst zu heilen. Zusammen mit den von dir geschaffenen Bildern hat dieses zuversichtliche Selbstgespräch ein Reservoir heilender Hormone geschaffen und geholfen, toxischen Abfall abzubauen. Je mehr du positives Denken mit einem positiven Körperbild verbindest,
desto mehr Heilkraft kannst du entwickeln. Jede Körperzelle hat die Fähigkeit, glücklich oder traurig zu sein, aufgebracht oder ruhig. Sie kann in Schmerz gefangen sein oder Erleichterung erfahren. Die Intelligenz und Aktivität der Zelle wird stark von Gedanken beeinflusst. Andere biologische Kräfte prägen Funktion und Gesundheit der Zelle, und doch ist sie am allerstärksten vom Geist beherrscht. Deine Gedanken, Stimmungen und Glaubenssätze begünstigen Gesundheit oder Krankheit. Sei dir daher der unglaublichen Kraft des Geistes bewusst und nutze sie weise. Bevor wir nun diese Reise beenden, lass uns die Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Bereich des Körpers lenken. Geh noch einmal zum Bild deines von Licht erfüllten Körpers zurück. Schau, wie sich das Licht bewegt. Dein Körpersystem reinigt, läutert und heilt. Ein wunderbares Gefühl. Fokussiere jetzt einen Bereich deiner Wahl. Du siehst, wie das Licht in diesem Bereich schwebt. Fühl die sanfte Wärme des pulsierenden Lichts. Genieß dieses Gefühl. Erinnere dich, du bist eine Heilerin oder ein Heiler und du kannst deinem Licht vorgeben, Schmerz zu verringern, Spannung zu lösen, Beeinträchtigungen wieder gut zu machen, tatsächlich das zu tun, was auch immer dein Wunsch ist. Es ist gut, deine eigene Sequenz von positiven Aussagen zu schaffen und dabei bei deinem eigenen Bild zu bleiben. Hier noch ein paar Affirmationen, um dich auf deinen Weg zu bringen. Ich lasse Anspannung, Stress und Schmerz los. Ich fühle meine Kraft und Courage in mir größer werden. Ich kann spüren, wie mein Licht mich von innen heraus erhellt. Thank you.
Du kannst nun damit fortfahren, deine eigenen positiven Aussagen zu kreieren, solang auch immer du willst. Es ist wahr, diese Macht, dein Selbst zu heilen, liegt in dir. Denk daran, es ist an der Zeit für Veränderung.